Boah, alles klar, geht direkt mit dem Kampf los. Okay. Oh, war schon. Das wollte ich nicht. Nein! Schwert, Schwert. Boah, voll uneffektiv. Auf jeden Fall. Ja, ey, ich muss morgen wieder allein zu Hause. Ja? Ja. Aber meine Oma kommt, weil... wieder so blöd. Weil meine Eltern 30 Jahre jetzt schon zusammen sind. 30 Jahre schon? Ja, das ist echt krass, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange meine Eltern schon zusammen sind. Aber 30 Jahre ist gut, oder? Ja, ich meine, die haben sich mit 15 und 16 kennengelernt, deshalb... Dann sind sie für immer zusammengeblieben? Ja. Boah, voll krass. Krass, ne? Sowas werde ich bestimmt niemals finden. Ach, früher war das auch noch nicht mit Handy und Eifersucht und so eine Scheiße. Meinst du? Ich glaube, da früher gab es auch Probleme, wie immer irgendwie. Ja. Geht das da gerade voll aus, hat er sich so den Nacken aufgerissen oder so. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das sah ekelhaft aus. Aber wahrscheinlich war das eh nur irgendwie so ein Bildfehler. Das war bestimmt nicht beabsichtigt. Muss ja alles schön kinderfreundlich sein. Obwohl, ich glaube, das Spiel ist ab 16. Ja. Echt? Ja. Oh. Also Leute, ne, falls ihr doch kein 16 seid. Scheiße, es ist ab 16. Guckt nicht hin. Deshalb kann man bestimmt auch sowas wie küssen oder sowas so Kinder kriegen. Warte mal. Das sieht man. Warte mal, nein. Das müssen wir irgendwann echt mal ausprobieren, oder? Ja, klar. Lass mal sich so einen Typen angeln. Laufen wir im Kreis? Oder? Nein, achso, okay. Ja. Ich dachte, der wäre tot und wir hätten ihn schon gemacht. Nee, ich dachte... Ach du Scheiße. Ab 16. Ab 16. Ab 16. Alle, wir die haben unter 16 gerade sind. Eben noch erwähnt. Alles klar. Ne, wir sind alle, die unter 16 sind. Abschalten, abschalten, abschalten bitte. Oh, und die sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Fast. Doch, schon. Also sie kennen sich 30 Jahre und sind 20 Jahre lang verheiratet? Ja. Wow. Süß, ne? Sie lieben sich immer noch. Ja. Wow. So was werde ich echt niemals haben. Oh, das darfst du nicht so sehen. Du musst immer denken, yeah, das wird irgendwann so. Und wenn es nicht so ist, dann denkst du, scheiß drauf. Keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte nie lange bei einem Partner bleiben oder so. Echt? Keine Ahnung, das ist... Man redet doch dann... Du Scheiße. Man redet doch dann immer von für immer und so, ne? Mein Motto ist, nichts hält ewig. Deswegen... Okay. Nichts ist für immer. Ja, das ist so ziemlich mein Motto. Keine Ahnung. Also... Okay. Ich finde schon, dass es mir zustimmt. Das ist witzig. Es gibt auch so, kennst du dieses Lied, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und da gibt es ja auch so, kennst du diese voll depressiven Emo-Lieder, sowas wie, die Überschrift von denen so haben, so, ich dachte, wir sind für immer vereint und dann ist dann nur so Rap-Musik so im Hintergrund. Ja, so. Und aber das auf, hören voll viele. Ja, pass auf, das nicht war nur so Emos. Witzig, ne? Das war so witzig. Ich will mir so irgendwelche so Schnulzen-Gesang anhören, weil ich gerade was gezeichnet habe und dazu bräuchte ich halt die Musik so, yeah, du bist das einzig Wahre und sowas. Einfach nur so, um zu hören, ne? Und egal auf welche... LOL. Hey, oh mein Gott! Sie wollen das Hühnchen töten. Ach so. Sie haben Hunger. Ja, wir halten uns sehr für witzig, hast du schon recht. Also irgendwie schon, ne? Seht mal den Baum an, Junge. Ihr könnt ihr mindestens zwei Leute fragen. Ich werde zu zwei Leute gucken, dass er nicht dieses Video nein. Oh, zwei Leute. Zwei. Oder nur zwei Leute werden in die Kommentare schreiben. Wenn es hochkommt. Nein. Nein, so stimmt es auch nicht, ne? Was wollte ich gerade sagen? Also, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, ne? Fuck, wir waren noch mal irgendwo. Also ich weiß nur noch, dass ich gesagt habe, nichts hält ewig. Und dann? Was kam dann? Ich weiß es echt nicht. Wir haben voll den Faden verloren gerade. Scheiße. Was hast du nochmal gesagt? Nein. Hä? Alter, das ist echt nicht mehr voll verwirrt gerade. Nur dadurch, dass wir gerade unterbrochen wurden, durch den, einfach gelöscht im Gehirn. Ja. Von uns beiden auch noch. What the fuck? Ah, du hast Musik gehört? Diese Schnulzenzeug. Ja, perfekt, dankeschön. Ja, oh, bitte, bitte, krass. Bitte. Ich bin genial. Oh, ich suche mal nach dem Schatz, ne? auf jeden Fall. Und egal, was ich für die Suchleiste eingegeben habe, ne? Da gibt es ja so Vorschlagvideos, ne? Was ist das? Oh mein Gott! Ja. Das haben wir doch vorher nicht getan, oder? Nein! Ich glaube, bei mir Fernkampf weiter ausgebildet. Oh, Scheiße. Wow, wie ekelig! Ja, Mann! Das geht doch gar nicht! Stimmt. Scheiße! Warum machen wir Fernkampf nicht weiter ausgebildet, sondern Nahkampf? Weil ich Nahkämpfer bin. Siehst du, ich kämpfe immer noch mit Schwert. Ja, du hast recht. Und auf jeden Fall, egal was ich in diesen Such reinleisten, gleich kommen die wieder runterge... Was?
Ich hab gedacht, die sehen mich nicht von der Entfernung. Auf jeden Fall, egal was ich eingegeben habe, es kam immer nur so, dann sowas wie, du warst mir wichtig oder sowas, dann habe ich das eingegeben und dann kam da nur so eine Scheiße von wegen, du warst mir wichtig, aber jetzt nicht mehr oder ich hasse dich für immer und du machst mich krank und sowas. Und ich denke mir, hallo, ich kam von positiv sofort zu negativ, egal was da war, es war sofort negativ. Es gibt so viele von solchen, hallo, wir kämpfen einen Baum. Eine Baum ist so. Ja, ne? Es gibt so viele von diesen, ne? Du hast dich verlassen, du hast mich enttäuscht, du bist eine Bitch und sowas. Ja. Das gibt alles tausendfach, nicht wahr? Unglaublich. Ja, aber scheint, als würden sich die Menschen irgendwie in das Negative sehen. Ja. Keine Ahnung, wie man das jetzt beschreiben soll. Es sind die Gegner von Wölfen zu Menschen gewechselt und das mag ich irgendwie nicht. Ich meine, es war schon blöd genug, Wölfe zu töten, aber jetzt auch noch Menschen hier zu töten. Ja. Vielleicht. Ach, das erinnert mich an das Buch, das ich ja gerade gelesen musste, wegen Deutsch. Die Räuber von Friedrich Schiller. Dort, Los, kam. Wollten die eigentlich gar nicht so töten, so, weißt du? Aber. Ja, wo denn? Ja, ja, keine Ahnung. Also, die haben solche Treueschwüre abgelegt und sowas. Und wenn dann einer von denen in Gefahr war, mussten die töten. Also. Okay, wie jetzt so nach ihrem ist das Schwur. Buch? 179 Seiten. Echt? Oha, ja. Ich dachte. Ja. Juhu, das ist das wenig. Cool. Das findest du wenig? Nein, ich meine, ich dachte, ich dachte, Schiller schreibt nur wenig, also so Gedichte oder sowas, weißt du? Wölfe. Ich habe gedacht, er schreibt richtig fette Wälzer, so, weißt du? Ja, Schiller hat auch die Glocke und sowas gemacht. Alter! Wieso machen die das auch noch in der Slow-Mo mit Fokus und Alter? Also wir haben jetzt gerade weggeguckt, ne? Sie haben mir die Augen zugehalten. Ich bin eigentlich ganz froh drüber, ne? Alter, was ist, ich will kein Schlachterspiel spielen. Ich will ein bisschen, Wir wollen Kinder kriegen und Händchen halten. Und ein Hühnerkostüm, Leute. Ja, ein bisschen lustige Quests machen. Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen verstört, weißt du? Das löscht wieder alle Erinnerungen aus. Worüber haben wir gerade geredet? Schiller, wir waren bei Schiller. Okay, wir machen gleich weiter. Händler, der nach Brightwall möchte. Der sieht episch aus. Weg lauern viele plündernde Söldner. Der Hutmacher. Sie werden sicher versuchen, ja, ne? Mich zu überfallen und zu töten. Oder umgekehrt. Auf die Reihenfolge kommt es nicht an. Was? Sie sehen ziemlich zäh aus. Begleitet ihr mich? Ich werde euch sehen dafür zäh aus. Wir sind nicht ganz durch. Was? Was ist los? Sollen wir den irgendwo hinführen oder was war das gerade? Belohnung, 5 Dinger. Vielen Dank. Ich werde mich sicher erkenntlich zeigen. Vielen Dank. Ich werde mich sicher bewahren. Oh yeah, muss schon. Aber was ist das? Ich bin bereit. Es kann losgehen. Wir müssen ihn jetzt irgendwo hinbringen, oder? Ich glaube, ich sollte das gar nicht machen. Egal, jetzt machen wir den Quest. Du bekommst 5 Dinger dafür. Egal. Ich sag's mal Dinger. Schon immer. Das sind übrigens Gildensiegel, ne? Gilden. Genau wie meine Mutter. Gildensiegel. Gilden sind die Gruppen. Gildensiegel. Siegel. Ja. Goldenen Gilden. Kannst auch nur Siegel sagen. Die goldenen Gildensiegel. Sag das mal. Die goldenen Gildensiegel. Die goldenen Gildensiegel, die goldenen Gildensiegel, die goldenen Gildensiegel. Das hört sich alles auf du jodelst. Die goldenen Gildensiegel. Die goldenen Gildensiegel. Die goldenen Gildensiegel. Boah, irgendwie hab ich das Gefühl, jemand steht hinter mir. Jetzt hab ich rein. Ich hab sie nicht nochmal umdrehen. Oh Gott, ne? Nein, weißt du, das Schlimme ist dabei... Das Schlimme ist dabei... Wir kommen nicht hoch. Ja. Kommt erstmal runter. Sie kommen auch nicht runter. Alles klar. Das ist so geil, ne? Ja. Ich muss alleine abends, nachts oder so halt zurück, also gucken. Ja. Auch wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, halt abends so, kann ja auch schon um 6 Uhr so mittags, so klein, 6 Uhr Mittag, 6 Uhr abends. Nein, da guckt dann! Ach, wann ist denn das vorbei? Ich guck mal, bis die meinen Kollegen ablösen kann. Oh! Ich hab's gesehen! Nein! Alter, Shit, kannst du in deinem Video hinschreiben, dass du das ab 18 ist? Also so ab 16. Ja. Es kann losgehen! Es kann losgehen! Ich hab ja nichts gesehen! Alter. Der hat gerade eben schön gesagt, ne? Es war richtig ekelhaft. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wo ich war. Scheiße! Scheiße. Mann, das ist voll rausbringt. Warte. Wir haben darüber geredet, dass wir irgendwas... So ist es. Ich kaufe Ware an einem Ort und verkaufe sie an einem anderen. Toll. Schlau. Erzähl. Das machen fahrende Händler. Tell me more about it, bro. Worüber hat man gerade geredet? Ich weiß es nicht mehr. Abends, wenn man da ist und genau. Umdreht. Und wenn man sich dann umdreht,
dann drehen sich automatisch die anderen auch um. Das also wenn du aber immer bist, weil du dann immer so, ist der jemand wirklich? Das ist bei mir aber immer, auch wenn es nicht abends ist, ne? Ja? Musst dich nur mal umdrehen, dann gucken sich auch alle um. Machen die es bei dir nicht auch so? Ich mach das nicht, wenn sich jemand umdreht, drehe ich mich nicht um. Haltet nach Söldnern oder Banditen. Ja, ich mach das, also keine Ahnung. Meistens gibt es mehr als. Also wenn es abends ist, dann drehe ich mich schon um, weil ich bin abends immer so ein bisschen ängstlich, ne? Ja. Dann würde ich mich schon umdrehen. Also mitten am Tag eher nicht so. In der Nacht so über. Oh, wie süß. Die passen irgendwie nicht zusammen. Nee. Nee. Doch, der Händler und sein Huhn. Ich frag mich, was mit Philipp passiert ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist er erstickt. Oh yeah! Oh, da war erstmal ein Bild wieder, hast du es gesehen? Ja. Wir sind Robin Hood. So werden jetzt die Räuber mal angekündigt, so ein Bild wieder. Oh, der kann locken. Oh mein Gott, das war das Mikro. Ja, du bist. Ja, egal. Das ist eigentlich für den Händler gut. Müssen wir den beschützen oder kommen die nur auf uns? Die kommen nur auf uns zu, immer. Hallo aus Hörtchen! Diskriminierenden Rassistenschweine, ey! Das sind alles Holzfäller, ja? Die wollen nur ihre Kämpf Arbeit für machen. Für die Hühner! Der guckt den Baum an! Nee. 3, 4, 5, ich komme! Ja, der hat sich so versteckt wie Chopper, ne? Achso, genau! Ja, meine, die Stirn hinter, nur die Stirn hinter einem Versteck, ne? Und alles andere guckt raus und ich bin versteckt, ihr seht mich nicht. Natürlich nicht mit dieser gruseligen Stimme. Los geht's! Los geht's! Ja, macht schon weiter, was haltet ihr euch mit diesen Banausen auf, ey? Oh. Das sind einfach nur Holzfäller. Hast du nicht die Riesenäxte gesehen? Genau, ne? Die wollen euch Arbeit machen. Ja, die wollen euch Holz verkaufen. Die wollen die euch... Die haben nur Angst, dass wir hier den Wald abholzen, gell? Ja, genau. Das sind Förster. Förster. Steht waren schon, hier schon. Ja, aber wir sollen hier lang gehen. Sag doch die goldene Linie. Ich wollte es eigentlich danach machen, aber na gut. Ja, ich kann's in meinen Terminkalender dazu schieben. Mit scheiß Theorie. Ja, bitte mach nicht wieder welche komischen Aktionen. Doch, macht sie. Warum hast du das auf Nahkampf trainiert, das Kollege? Ich wette, da kämen auch komische Sachen bei Fernkampf oder Nahkampf. Zum Beispiel stell mal vor, bei Fernkampf würden wir da drauf ausbilden und dann macht ihr irgendwelchen Flickflack nach vorne und hält ihm die Pistole vor die Stirn oder so und drückt dann ab. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Es ist alles schlimm, okay? Mhm. Wobei Zauber auch immer schlimm ist, bestimmt, ne? Naja, bei Zauber ist es nur so Glitzer und dann war's das. Naja, aber dann muss es ja auch irgendwelche Abstufungen geben, ne? Hört ihr nicht, wie uns die Straße ruft? Boah, halt doch dein Maul, ja, ganz ehrlich. Nimm meine Hand und halt die Fresse. Er will nicht so. Brav. Du musst hier nicht Nein. die ganze Zeit Leute umbringen. Nimm meine Hand. Ja, nimm. Nimm, los. Los, ihr wo, wirklich, Anzeige. Wie man mit dem Ding umgeht, gut. Oder? Mit dem was umgeht? Hat ja gerade Ding gesagt. Ja. Sie wissen, wie man mit dem Ding umgeht. Wollen Sie es mal an meinem Ding probieren? Oh, guck mal, das sieht schön aus. Siehst du das? Guck mal, boah, ne? Da hätte ich aber Angst, also Höhenangst in einem hohen Haus da oben. Echt? Lostock. Ja. Hey, guck mal, das Hühnchen hat auch eine Kanne an. Ich glaube, das ist jetzt Mode. Cool. Ja, ne? Voll die Mode. Wir laufen auch da nächstes Mal durch die Stadt, so. Ja, stimmt, ne? Unser Outfit ist noch nicht ganz komplett, wir brauchen noch eine Kanne oder das so. Das werde ich immer noch festhalten, Arschloch. Dass die immer Händchen Eines halten müssen. Ich trau mich nicht alleine über die Straße. Oh, halt ich muss deine Fresse. Willis bizarrer Bazar nehmen. Was? Ich brauche nur ein paar außergewöhnliche Waren, damit der Name passt. Wir sind außergewöhnlich und wir sind auch Ware. Wenn du verstehst, was ich meine. Übrigens auch billig. Jedermals reisender Händler. Vielleicht, weil man ständig verreist. Jung, billig, willig. Bild.de. Na, ja, genau. Okay. Gut, passend. Hm. Können wir jetzt loslassen. Es ist ein bisschen nervig, glaube ich, wenn man das alleine spielen würde, glaube ich. Wir gehen noch bankrott, wenn sich die Lage nicht besser freut. Wir wollen unsere 5 Dinger haben. Los geht's. Ja, ne? Oh, und kommt 5 wieder, Gildensiegel. Wenn ich meinen Stand aufgebaut habe. Mache ich euch einen guten Preis. Juhu. Nur 5. Ein bisschen wenig, oder? Ja. Aber er hat gesagt, ich glaube, zum Küssen, von Küssen kriegt man mehr. Oh, vielleicht einen hübschen Wachmann? Hm? Ja. Wachmann. Ich stehe ja auf Leute mit etwas Polizeihintergrund. Wir garantieren okay. Aber wir haben keine Anzeige. Oh. Alles klar.
Kind lacht uns aus. Guck, wir haben keine Anzeige. Hm. Geht das nicht, oder? Ja gut, okay. Pott, halt die Fresse, geh weg. Blödes Kind. Muss ich wieder teleportieren? Aber ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, um ehrlich zu sein. Versprechen an Sabine an die Wand gehängt. Weißt du das noch? Aber ein Ausrufezeichen, da. Überall ist irgendwie ein Ausrufezeichen, oder? Ach, wo waren wir denn? Ach komm, wir folgen der Linie, okay? Ja, okay. Wie lange ist eigentlich schon der Part? Ich weiß es nicht. Ich glaube noch nicht lang genug, oder? Hm. Naja, wir mit lang genug. Ja, wir sind da echt super im Einschätzen, müsst ihr wissen, ne? Wie man sieht, jetzt in meinen Folgen mal wieder 30 Minuten lang, war nicht so geplant. Du könntest ja helfen. Nee, das ist immer doof, dann ist immer keine Begrüßung, kein Abschied. Das mache ich zwar manchmal schon, aber... Aber meistens nur, wenn ich 40 Minuten, wenn 40 Minuten bei rausgekommen sind oder so. Hm. Bei 30. Ha, alle freuen sich immer so über 30 Minuten Parts, ey, aber das ist voll fucking hart zu rendern. Aber ich habe es mich entschlossen, auf 720p zu rendern und nicht auf 100, auf 1080, weil das nämlich eh keiner bemerkt, wenn ich das auf 1080 render und mir diese fucking Mühe mache. Das ist nämlich das Problem, ne? Wenn mein Internet abspackt, muss ich eigentlich meinen Computer manchmal neu hochfahren, ne? Aber das geht nicht, wenn ich währenddessen rendere. Und wenn das dann auch ein paar Stunden dauert, ist das ein bisschen nervig. Verstehst du? Ja. Ja. Verständlich. Ja. Das sind scheiß Hunde. Wolfie, hier kommt ihr Frischfleisch. Aber eigentlich will ich nicht. Aber es ist ein Schildpoing. Ja, schon, ne? Die sehen schon so ein bisschen komisch aus, die Hunde. Ja, wir sind ziemlich gut im Nahkampf, oder? Ja, eigentlich schon. Oder? Ich weiß, glaube auch getroffen. Es ist irgendwie... mir fehlt irgendwie das Anvisieren von Tomb Raider, weißt du? Ja, stimmt. Da war irgendwie... War das einfacher. Hier ist es zwar so ein ganz klein bisschen anvisiert, aber sobald man ein bisschen abkommt, dann steckt sie nur geradeaus ins Nichts. Das war bei Tomb Raider einfacher. Apropos keine Menschen, ne? Aber dafür muss man in Tomb Raider mit Pistolen kämpfen. Hier hat man Schwert. Das ist dann auch wieder was Positives. Ja, da unten nagt er noch ein bisschen an den Typ rum. Ja, das kann ich nicht ekelhaft. Was ist das für ein komischer Hund, ey? Wie wurde er erzogen, ey? War er nicht am Anfang, ja, ne? Eigentlich war doch ein Schlosshund. Wie kann er da so brutal sein, weißt du? Ein Schlosshund ist doch dafür da, dass er die Prinzessin beschützt. Ja, der war doch eher so das Schmuckhündchen von der Prinzessin, oder? Ja, stimmt eigentlich. So ein kleiner Anhängsel. Alter, der ist ja wie auf Speed, Mann. Guck mal, der Fujiyama-Tempel. Mit der Fujiyama-Berg, genau. Ich habe heute ihr Herzklopfen gehört. Ja, unter den Räubern war wohl Karl. Karl? Ja, das war von Schiller. Aber dann müssten wir Amalia heißen. Amalia? Okay, nennen wir uns Amalia. Ja, findest du den Namen gut? Ja, Amalia hört sich... Amalia, oder? Amalia. Nicht mit N. Nein. Gut. Beides... Amalia. Okay. Hat jemand auch das Buch gelesen? Vielleicht in der Schule auch? Wir müssen erst graben. Ja. Nein. Ich weiß. Das heißt, die Schiller... nein! Die Schiller von Räuber. Es heißt die Räuber von Schiller. Und ja, das wollte ich ja eigentlich vorhin mal erzählen, oder? Ja, ich kapier's aber noch nicht. Also, ich musste da so einen kleinen, so ein Mini-Referat über Räuber halten, sag ich jetzt mal, ja? Also, heute, also in der heutigen Literatur liest man öfters so, dass Räuber Helden waren, die sich gegen das System aufgelehnt haben und so wie Robin Hood den... reichen Leuten das Geld geklaut haben. Aber und Räuber sind doch eigentlich voll die armen, bösen Arschlöcher. Ja, keine Ahnung, da stand, dass es in der Literatur als Helden dargestellt werden. Keine Ahnung. Okay. Ja, und dass sie den Armen das Geld geben und sowas. Oh, schon wieder welche, ist ja nicht auszuhalten. Wir stehen hier mal so rum, ne? Ja, ne, einfach so. Für den Fall, dass jemand kommt. Und gleich ist unser Aufschnitt. 3, 2, da kommt sie. Sie bleibt auch stehen. Scheiße. Oh, verdammt, bis zum nächsten Mal. Aber wir stehen hier immer wieder vor neu, ne? Das heißt, wir töten die Herrschaft. Wir brauchen keine Sorge zu haben, nicht wahr? Ja. Also es geht um Räuber. So. Oh nein! In Wirklichkeit war das halt so, dass die Räuber sich bloß zusammengeschlossen haben, um zu überleben. Oder weil sie, ja, halt irgendwie ein freies Leben führen wollten. Und böse waren. Die haben echt schlimme Sachen gemacht. Vergewaltigung auch und alles. Echt? Und ja. Boah, ne? Da waren manche Stellen im Buch richtig krank, fand ich. Der hat zum Beispiel ein Räuber davon erzählt, wie er mal irgendwie ein Kloster ausgeräumt hat.
in dem, die haben in der Nacht den ganzen Nonnen die Kleider geklaut. Wie auch immer die das geschafft haben, ohne dass die aufwachen. Und dann... Ist was? Wo denn? Ah, okay. Und dann haben die halt noch direkt die Schätze geklaut und dann der letzte Satz. Und meine Jungs haben ihnen noch 9 Monate etwas zu tragen gegeben. Oh, einfach die Vorstellung, fand ich sowas von krank, ne? Dass sie die da... Oh Gott. Ey, da gab's was zu lesen. Na ja, gleich. Und. Die haben halt mal so eine Stadt abgebrannt, damit die einen Typen retten konnten. Also so eine Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken. Achso, ist bloß ein Wegweiser. Jo. Und dann hat der eine erzählt, dass er in einem Haus ein Baby auf dem Boden liegen hat sehen, so, noch gesund und alles. Und das Haus war am Brennen. Und dann hat er so gemeint, so, oh, es schien so zu frieren, also nahm ich es und warf es ins Feuer. Das fand ich schon ein bisschen krass. Was? Und worum geht's in diesem Buch allgemein? Boah, worum es da geht. Also ein Vater hat 2 Söhne. Ja. Der eine, der ist weggegangen oder so. Und der andere hat dann so gemeint, so, ja, das ist voll das Schlimme und so. Der wollte das Erbe von dem Vater haben und wollte, dass der andere enterbt wird. Ja. Warum stehen die hier so komisch? Keine Ahnung. Warte, lass mal kurz. Bahnverbindung. Die Bahn kommt wieder zu spät. Ach so, Tabula können wir drücken. Oh, wartest du? Wurdest du nicht von Wölfen angegriffen? Ach Mann, ich muss mir diese Lache abgewöhnen. Oh, eigentlich wollte ich das gar nicht. Bleib stehen. Oh, das sieht gut durch. Und dann sind die bei so einem Räuberunterschlupf. Moment, müssen wir erstmal hier spielen. Vor 20 Jahren war es nur eine düstere Leere mitten im Nichts. Und jetzt wollen Leute sie in einer Stahlkiste überqueren. Ups. Cool. Guck dir das mal an. Eine Schwebebahn wie in Wuppertal. Lol. Genial. Was ist das denn? Wetten, das ist von der Wuppertaler Schwebebahn abgeguckt. Kann ja sein. Keine Ahnung. Gibt's nicht noch andere Schwebebahnen? Nee. Nicht? Krass. Ja, unsere Bahn fährt nicht auf den Kopf, ne? Und gerade jetzt fällt sie um. Ach, dieser Vorführeffekt immer. Oh nein, da sind Leute drin. Ach klar. Noch den Scheiß. Ich will ja nicht fahren. Kommt, wir müssen da hinuntergehen. Ja, weil da noch welche leben. Überlebende, natürlich, ja. Natürlich. Also, und? Konnte das nur passieren? Wo war ich denn gerade? 2 Brüder. Ja, genau. Der eine will den anderen enterben lassen. Und verbreitet dann Leute, halt... Oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz umsetzen. Ungemütlich. Hier muss es runtergehen. Ja, okay. Wir müssen diese Leute finden. Nach Überlebenden zu suchen. Was macht der da? Okay. Oh, schlau. Ich glaub das. Ich meine eher, das Schwert würde brechen, aber... Eher als das gesamte Eisentor, ja, oder? Schenk. Ja. Ich bin noch 10 Minuten in der Pose, ja? Noch einen Moment. Einblick in die Kamera. Ein Blick in die Kamera. Ah, okay, alles klar. Danke. Tschüss. Okay, gehen wir. Und dann verbreitet er schlechte Lügen über den und dann schreibt der Vater dem zurück so, boah, ja, du bist jetzt verstoßen oder so. Und dann liest der Karl diesen Brief und denkt sich, oh nein, was habe ich denn getan? Keine Ahnung. Oh mein Gott, mein Vater will mich nicht mehr. Ich bin jetzt böse und ein Räuber, bla. Aber eigentlich ist er voll der gescheite Typ und so. Und dann wird er halt Räuberhäuptling und der muss halt diesen Treueeid abgeben, dass man... Ich rede schnell, oder? Mhm. Egal. Dass man die Räuber nicht mehr verlassen kann, wenn man einmal drin war. Und immer Treue hält und so. Und ich weiß nicht, ob das gerade wichtig ist. Nee? Okay. Dann letzten Endes ist er dann aber doch nochmal zurückgekommen oder so. Und ja, hat sich herausgestellt, dass er doch noch die Chance hätte zurückzukommen. Aber er kann nicht wegen den Räubern. Und deswegen bringt sich seine Geliebte um. Nein, deswegen bringt er seine Geliebte um, weil sie sich umbringen wollte. Und ich spoiler zu viel, ich will das ja nicht überlesen. Warum bringt sich denn seine Geliebte um? Moment. Jetzt mal gucken, was ist hier. Warum sind hier so Trolle, Kobolde? Ist doch immer so. Ich dachte, es wäre irgendwie... Haben wir bisher schon Fabelwesen vor? Nee. Ja, ich dachte, es wäre so ein bisschen... normal mit dem Alter.
ja nicht wieder mit ihr leben, weil er zur Räuberbande gehörte. Ja. Und dann hat sie gesagt, so, ja, bring mich um, ich will nicht ohne dich leben. Nein, ich will dich nicht umbringen. Und da ist noch einer. Komm, weil sie laufen von mir weg. Krass. Was Hobbs betrifft, habt ihr den Bogen raus? Oh, der hat mitgekämpft? Ja, ja. Wow, okay. Das ist bei mir einfach. Ah, ich glaube, wir gehen einfach weiter. Wir lassen ihn zurück. Ja, also sie konnte nicht weiter mit ihm leben, wollte sich umbringen. Dann hat er sie aber umgebracht, weil, ja, er wollte der Einzige sein, der sie umbringt. Keine Ahnung. Und dann wollte er sich opfern, also stellen, weil er auch mit den Räubern nicht mehr weiterleben wollte. Ja. Aber er hat dadurch noch was Gutes getan, weil er sich irgendwie einer armen Familie ausgeliefert hat, die dann das Kopfgeld einsacken konnten. Ja. Also irgendwie ist es nicht so. Viele sterben. Ja. Ja, sind manche Teenie-Bücher irgendwie dann doch besser. Vor allem, man musste wirklich manche Sätze mehrmals lesen, um zu kapieren, was sie labern. Die Hälfte des Buches war voll mit Metaphern und irgendwelchen bildlichen Vergleichen und alles, ne? Die haben alles doppelt und dreifach verglichen, sag ich jetzt mal, ne? Du bist so schön wie der Untergang der Sonne und, oh, war das, ist das nicht eher hässlich? Na, keine Ahnung. und wie das Tau, Morgentropfen Tau auf den Blättern, wie... Und dann noch... Rein, seine Haut, bla bla bla. Ja, und immer so weiter, ne? Boah. Dadurch, daraus bestanden das größtenteils das Buch. Ja, lol. Sind wieder aus den Kästen rausgehüpft. Das ja... Die Kleinen sind immer am nervigsten. Ja, das ist immer so in jedem Spiel. Ja, ne? Oder die kleinen Kleffer am rechten Leben. Ja. Oh, da ist Wein drin. Runterstellen, einmal saufen und schön. Weiter geht's. Hab's auch verpufft, so der Wein. Guck mal. Ja. Jetzt sollten wir erstmal die Gegner bekämpfen, alles klar. Okay, na gut, dann eben nicht. Aber gerade noch ein Fass ausgefüllt. Nein, ich will das Fass zerspringen sehen. Lol. Geht er extra drauf. Ja. Verpufft. Hey! What the fuck? Wo kommen wir da hin? Oh. Oh, ja, leid. Dass da so viel Platz ist? Okay. Alles klar. Ja, das war's mit die Räuber. Krass. Ja. Eigentlich. Mhm. Ach ja, und der Bruder hat sich auch umgebracht, weil... Keine Ahnung, einfach mal so. Nein, er hat sich umgebracht, weil er nicht der Räuberbande ausgeliefert werden wollte. Der war eigentlich voll böse und hat dann nur im letzten Moment Reue gezeigt und das... Ja, hat er sich doch umgebracht, weil keiner ihm vergeben hat. Sie haben gewartet, um uns aus der Distanz zu erledigen. Überraschend. Überraschend, klar. Wir können Ihnen eine Schießerei liefern oder es Ihnen nachtun und von der Seite angreifen. Sieht ja mal im Jäger episch aus, schaut ihr so für das Lager. Und wie immer nehme ich Nahkampf. Wir sollten nicht herumstehen und einen Schuss löschen. Guck mal nach oben. Ich habe schon genug. Na, zurück. Ich will mal kurz was gucken. Was ist über uns? Das ist der Rote da? Ja. Da. Ja, okay. Ah, so ein Menschensack. Oh, weil, noch mehr. Sieht's mal. Sag ich, jeder Sack hat genau ein Loch, wo ein Arm drin ist, ne? Okay, die sind irgendwie schon wieder eine Mutation größer, ne? Gelben Augen. Die leuchten doch einfach. Ja, ja. Oh, da ist Dynamit. Yeah. Sie machen es schon selber, wir brauchen nichts machen. Oh, da ist noch eins. Alle hierher, alle hierher einmal. Oh, ich liebe das. Mit Angst. Ich bin mehr so auf Schießbereit. Ja. Ja, bestimmt im Sie sehen, die hatten gerade ihren Kopf in den Sand. Also, ah, so schlimm ist es doch nicht. Du musst doch nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Oh, Gott. Ich war bestimmt mein Hund? Geschickt, die Hund? Verrückte. Was ist der Hund gerade? Lag da gerade irgendwie tot auf dem Boden irgendwie so. Ja, lol. Gehen wir aus den Fässern spawnen, ey. Angst. Ah. Wie gesagt, ich wäre im Krieg bestimmt die Verrückte mit dem Dynamiten. Du wärst mit dem Schwert und der Knarre. Cool. Wär so cool. Kann ich nur mit Schwert und keinen Blumen sein? Hast du einen Blumen? Ja, das heißt ja. Aber ich mag halt nicht so. Ich wäre deine Dynamit und diese zwei Axt. Also diese dünne, fast wie ein Speer gehaltene Axt. Zweiseitig sein. Was? Oh. Wir müssen den Part beenden jetzt. Ja. Mal. Tschüss.